Ich habe mich einiges in meinem Leben getraut. Meinen Job an den Nagel gehängt, um Politik zu machen. Für die AfD. Ausgerechnet für die. Besorgte Bürger, Patrioten und junge Wilde. Wirklich nicht leicht, hier einen Nenner zu finden. Warum machst du dir überhaupt so viele Gedanken um Deutschland? Ich war 40 Jahre in der CDU. Die illegale Öffnung der Grenzen, da war mir klar, hier läuft etwas schief. Wenn wir uns jetzt nicht trauen zu sagen, das ist unser Land, wir bestimmen hier, dann wird Deutschland von der Landkarte verschwinden, nicht wahr, Frau Weidel? Ich sage lieber, das rechnet sich nicht. Kein Land der Welt kann jährlich Hunderttausende Zuwanderer alimentieren. Entweder hat Frau Merkel einen Goldesel oder sie veruntreut deutsches Steuergeld. Eins von beiden. Frau Merkel hat keinen Goldesel, doch einen Plan. Deshalb hält sie auch ihre Europa-Agenda geheim. Ich wette mit Ihnen, dass es nach der Wahl einen Schuldenschnitt Griechenlands gibt. Zu Lasten der deutschen Bürger. Nicht mit der AfD. Die Deutschen brauchen eine Partei, die endlich wieder ihre Interessen vertritt. Deutsche Interessen. Nicht rechts, sondern rechtens. Und größer als 15%. Die Mutbürger sind jetzt gefragt. Holen Sie sich am 24. September Ihr Land wieder zurück. Trau dich, Deutschland. AfD.